Hallo, ihr Querlinge. Liftboy Dringil hat ein bisschen was zu tun bekommen in Edgewater, beziehungsweise außerhalb von Edgewater. Wir sind dabei, Grabgebühren einzutreiben. Das funktioniert auch besser als gedacht. Dennoch müssen wir jetzt mal draußen in ein altes Versammlungszentrum, um dort Medizin zu holen, die Abernathy haben will. Dafür würde er uns bezahlen. Aber Esther, die Lauscherin, will diese Medizin eher für andere ausgeben. Mein eigentlicher schurkischer Plan wäre es jetzt, Esther die Medizin zu geben und Abernathy irgendein Placebo unterzujubeln. Plündererlager. Wo ist wohl das Versammlungszentrum? Hier vielleicht, oder? Und wo ist eigentlich der Landeplatz, von dem die Rede war? Ist das da unten? Vielleicht. Naja, also Versammlungszentrum. Ich vermute, dass es das da ist, aber sicher bin ich mir nicht. Also gehen wir jetzt mal quasi hier die Straße lang. Oder ist das der Fluss? Und dann biegen wir irgendwie rechts ab. Das ist der Fluss. I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I think she was jealous. She don't know how to skip rocks her own self. Unautorisiertes Terraforming? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf diese dicken Affen. Außerdem bezahlt mich dafür niemand. Oh, die machen einen Krach. Wir wollen ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, genau dahin, richtig. Hier unten waren wir ja schon. Oh. Da sind Plünderer wieder da. Die scheinen zu respawnen. Weil die habe ich doch garantiert schon mal entsorgt. Ja, beugt euch nur über euren Kameraden. Parvati! Ist ja gemein, der hebt die Hände und ich schieße nochmal. Das ist ja echt übel. Naja, ich bin ein Schurke, was soll's. Ihr da! Her mit dem Loot. Loot tut gut. Danke. So, hier war ich damals rechts abgebogen und jetzt gehe ich mal hier lang. Geradeaus. Und hoffe, hier irgendwo dieses Versammlungszentrum zu finden, von dem die Rede war. Da waren wir drin, richtig. Das Häuschen hier wäre neu. Zu. Was? Ach, das ist nur der rote Punkt wegen der Explosionskiste. Wobei, da hinten sind noch ein paar... Ah, hier, Emerald Vale Community Center. Genau, das ist genau das, was wir brauchen. So, ihr Lieben. Was macht ihr da? Rüben züchten. Was? Wer? Du warst doch schon tot. That's the last of them.
Der war ja taktisch total doof. Weg. So. Plündern. Oh. Modul, du hast gar nichts dabei. Du warst das erste Opfer. Du warst nicht mein Opfer. Das zweite. Und nein, Plünderer fressen keine Leichen, sonst würden sie dich ja auch irgendwie hier nicht im Schlamm liegen lassen. Das sind alles üble Gerüchte. Da kann man ja reingehen. Na dann. Ein Laden oder eine Wirtschaft. Ah, oh, sieht eher aus wie eine Wirtschaft. Mit Modul. Ah. Krempel. Hallo? So. Fässer voller Zeug. Wow. Vorsicht! Raumschiffmodell, Spur. Dieser Sound für die Spiele war so toll. Er gefällt mir gut. You're fast. Ja. Da kannst du was lernen. Dieses X hier, das sagt auch irgendwie nix. Ein Bett. Oben irgendwas? Nächste Tür. Zigaretten. Das ist die Veranda. Waffenteile. Müll. Feuerzeug. Oh. Energiezellen. Und eine rote Tür. Knacken. Wow, you got that? Eine meiner leichtesten Übungen. Überbrückungskontakt. Zeug. Dritten Pilz. Sturmgewehr. Das macht Spaß, Spielohren zu finden. Mit solchen Gleichheiten kann man mich unfassbar unterhalten ins Spielen. Okay, das war nur ein Häuschen mit Loot. Das Community Center ist aber eigentlich das Ziel dieser Tour hier. Munition. Wir gehen dann nochmal hinter den Häusern an, lang irgendwann, gleich. Aber erstmal ist das hier jetzt wichtiger. So. Noch irgendwelche Plünderer unterwegs? Nein. Oh, da muss man reinladen sogar. Das ist dann wohl was größer. Und da werden noch Plünderer sein. Scheiße. Ach komm. Parvati, kommst du zurecht? Everyone all right? Das war ein Ja. War doch nur vier. Und das Geduckte hier, also der eine kam hier rausgerannt und hat sich erstmal um die Leiche gekümmert, hat mich gar nicht gesehen. Naja. Oh, hier gibt's Dinge. Armreif. Ein Sechterwebel und eine Hand. Und Spets gibt's ja auch.
Oh, hier steckt ein Fuß in der Wand. Und er hat sogar noch was dabei. Du hast schwere Munition im Stiefel aufbewahrt irgendwie. Hacken. Versammlungszentrum von Emerald Vale. Eine Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Bitte einen Befehl auswählen. Erstmal Protokolle lesen. Geschichte der Emerald Vale Ausstellung. Zusammenfassung. Die Ausstellung Geschichte von Emerald Vale wird nach ihrer Fertigstellung die stolze Geschichte unserer Siedlung für die Nachwelt festhalten. Diese Zusammenstellung von Erinnerungsstücken aus der Gründungszeit unserer Siedlung wird den harten Einsatz der Spacer-Familie in der Eingangshalle des Versammlungszentrums zur Schau stellen. Im Zentrum dieser Ausstellung wird eine ausgestopfte Mantikönigin thronen, die als Zeichen des Sieges unserer Zivilisation gegen die Natur die Eingangshalle verschönern soll. Direktor Pickett. Mhm. Hacken. Erste erste Hilfe-Schlüsselkarte enkodieren. Damit kommt man bestimmt an den Medikamentenschrank. So. Schlüsselkarte enkodiert. Danke für dein Vertrauen in Spacer's Choice. So, jetzt habe ich einen Erste-Hilfe-Zimmerschlüssel. Danke. Raumschiff-Modell. Geld und irgendwelches Zeug. Hier waren echt nur 4 Plünderer. Oh, ist wirklich ein bisschen wie ein Museum hier. Den hat Parvati zerlegt. Diese Sauerei. Ja, das war nicht ich. Untersuchen. Nimm das mal weg hier. Demnächst, Mantikönigin, Varanus Toxoderidae, ergötzt euch an der großkragigen Mantikönigin, die Herrscherin ihres Nests, importiert von Terra 1, um euch zu erregen und eure Vorstellungskraft anzuheizen. Ich fürchte, ich werde so etwas mal live sehen. Ich mag es gar nicht. Die ist doch gar nicht da. Ah, das kennen wir, das sind Möter, oder? Möter. Beta Lupus Familiaris. Möter, ein beinahe wissenschaftlicher Begriff für mutierte Köter, gibt es in ganz Emerald Vale in 2 unterschiedlichen Varianten. Domestiziert und wild. Wilde Möter jagen in Rudeln. Domestizierte Möter können zwar loyale Begleiter sein, aber der Möter als solcher ist noch immer ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Die haben Federn. Wie nennt man solche Schaufenster? Dioramen oder so ähnlich? Ach, die kenne ich auch. Troklos. Diese Darstellung bildet 2 mächtige Troklos ab. Das stimmt überhaupt nicht. Oder doch? Ja, das andere ist ein Troklokolos, richtig. Und erforderte extensive Feldforschung. Wir bitten um einen Augenblick der Stille für die Forscher, die im Namen der Authentizität ihr Leben gaben. Und das sind die Saltunas. Ha, ha, ha. Saltuna, Salmonidae Salinis. Wenn Ozean und Flüsse das Herz und die Adern von Emerald Vale sind, dann ist Saltuna unser höchst profitables Blut. Diese fleischigen Fische leben im Ozean und wandern in der Paarungszeit die Flüsse empor. Saltuna sind Seemelpaar. Sie sterben, also nach einer einzigen Fortpflanzung. Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere verlässlichen Spacer's Choice Sammler ihre Kadaver aufsammeln, um sie geputzt, verarbeitet, eingedost und direkt an eure Esstische geliefert. Oh, ja. Das ist hier. Naja, sie haben nicht behauptet, dass sie in diesen Ozeanen leben. Sie haben nur behauptet, dass sie in Ozeanen allgemeiner Art leben. Das hier ist ein Diorama von einer Kreatur, die sich gern als Rohrleitungen tarnt. Ganz übel sowas. Befällt einen dann in Räumen aus dem Hinterhalt. Module. So. Irgendwas macht. Sind das Spreads oder was ist das? Ah! Thank you.
I'm ready for this. We're pretty good at this. Ja. Und ja, es sind Spreads. Aber keine tollwütigen. Es gibt keinen Grund, sie zu erschießen. Und der Typ hat echt die Ballerei nicht gehört. Was ja Spreads in den Ohren. Das ist ein deaktiviertes Terminal. Das ist ein deaktivierter Plünderer. Ach, der hat auch den Erste-Hilfe-Zimmerschlüssel. Jetzt habe ich den zweimal. Na ihr? Hihihi. Also diese Stühle sind nicht rückenschonend. Was sagt die Konzernpolicy dafür? Ah, hier. Maschinenbauhandbuch Band 1. Haha. Wo der dritte Band ist, weiß allerdings kein Mensch. Hitmodul. Munition. War hier irgendwas? Okay. Dieser Verwaltungsbereich ist entbeutet. Man könnte auch sagen, geplündert. Hey! Nicht aggressiv werden! Ein Hologramm oder irgend sowas? Öffnen. Das sieht leer aus. Na dann, machen wir mal auf. Kuckuck. Haha. Geografischer Scanner. Eine Mod. Ich muss mal echt anfangen, Mods zu benutzen. Das sind irgendwelche Museumssammelbestände. Ein antiker Säbel. Das ist bestimmt auch ein Questobjekt. Das sieht wertvoll aus, deswegen checkt Stringil ein. Und ich muss bald wieder mich entmüllen. Ah, hier tatsächlich. Ein bemerkenswert alter Säbel. Im Kampf ist er zu nichts mehr zu gebrauchen, aber an der Wand sähe er sicher gut aus. Aha. Aha, aha, aha. Da ist noch einer. Parvati. Oh. Ja, ich bin alright. Und ich habe auch bald eine Level-Up. Schön. Aufstehen. Nee, Waffe wegpacken. Nein, das auch, aber erstmal so hier. Bin ich am Schleichen? Wie ist denn hier? So geht Schleichen weg. Ich habe die Taste gerade schon gedrückt, das ging aber nicht. Rüstungsteile. Warum habt ihr die Bänke so aufgeschichtet? Ausgebeuter Niedrigdruckhelm. Nichts drin. Hier, in dieses leere Ding kann ich auch was reintun. Das ist komisch. Manchmal geht das, manchmal nicht. Das ist ein Wächtersäbel. Hier haben sie vielleicht irgendwas wirklich gegessen, die Plünderer. Aber was ist das mal gewesen? Es ist grün vergammeltes Fleisch. Dann fress doch lieber die Spreads, die sind wenigstens frisch. Ich bin überladen im Übrigen.
Ja, bin ich. Mist. Sprinten AD. Verkaufsautomat. Kann ich dem jetzt was andrehen eigentlich? Das wäre mir gerade sehr lieb. So, Verkaufsautomat bietet eine größere Anzahl von kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackenfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Hacken 20 habe ich, oder? Ja, habe ich. So. Schrott verkaufen erstmal. 3695. Die Säbel braucht kein Mensch. Dann dieses Zeug hier braucht kein Mensch. Sturmgewehr habe ich jetzt auch viele. Dann zwei weg. Revolver. Einer. Leichte Pistole kann weg. Und hier das Zeug kann weg. Und davon einer. Und dann geht's doch schon wieder. Schrott ist schon verkauft. Genau. Dass man hier das Gewicht jetzt nicht sieht, das ist echt doof. Achso, kaufen? Na, du hast nichts, was ich kaufen will. Oder? Nee, hast du nicht. Ein Werbeschinkel oder wie man das nennt. 84.110. Geht wieder. Adreno. Dietrich. Plain and pure Wasser. Wo geht's weiter? Hier vielleicht. Rot. Dietrich. Ich habe diese Medikamente noch nicht gefunden. Muss irgendeinen Erste-Hilferaum geben. Hier geht's wieder raus. Brot. Das war die Küche. Da haben wir noch eine Tür. Das ist da bestimmt diejenige welche. Oder die da. Das ist ja immer größer hier. Da. Nee, hier kamen wir nicht her. Oh, es sind aber noch viele Räume. Wir können auch noch Gegner sein. Kontakt. Zeug. Das ist der Medikament da oben. Aber wir gehen erstmal woanders lang. Nee, hier geht's gar nicht. Versperrt. Hier kann man aber entsperren. Ah, das ist das. Warte mal. Hier. Hier liegen tote Arbeiter. Und das ist der Raum, in den ich gerade nicht reingekommen war. Okay. Eins nach dem anderen. Wieso liegen hier tote Typen auf dem Klo? Schwere Munition. Zeug. Zeug. Kein Zeug. Immerhin, die hatten Trennwände. So ein bisschen. Weitsichter. Kram. Habe ich jetzt hier alles? Da kann man überall was reintun. Haben die vielleicht das Spiel gepatcht? Ich sehe keinen Container mehr, an den ich nichts reintun kann, selbst wenn er leer ist. Noch mehr Erste-Hilfe-Schlüssel. Oh Mann. Achtung! Unbequeme Bänke. Taktischer Körperpanzer. Gold. Abgesägte Schrotflinte. Terminal. Das können wir aufmachen hier. Sehr, sehr gut. So, hier jetzt. Nachrichten.
Von Rosenberg I. Rosenberg I schreibt an alle, betreff Schlüsselkarten. Liebe Mitarbeiter, der Schlüsselkarten-Encoder in der Lobby ist wieder funktionstüchtig. Im Idealfall sollte er nicht erneut durchbrennen und wildfremden Leuten Schlüsselkarten aushändigen. Sollte der Encoder einen weiteren Ausfall haben, können im Falle eines Verlustes Schlüsselkarten vom Direktor oder einem der Angestellten im Büro im zweiten Stock geliehen werden. Okay, von Tremel L. Direktor Pickett, ich muss eine Beschwerde aufgeben. Deine Besessenheit von dieser Mantikönigin verschwendet wertvolle Ressourcen und hält die Entwicklung der gesamten Ausstellung zurück. Das muss sofort aufhören. Lament Tremel, Finanzbeauftragter und Hunters and Trackers Limited. Liebe Auftraggeber, dieser Brief bezieht sich auf deine Anfrage über eine ausgewachsene Mantikönigin. Wie du wahrscheinlich weißt, haben unsere Kundschafter eine wunderschöne neue Art in der Wildnis entdeckt. Wir haben auf deine Zustimmung hin ein Team hochspezialisierter Jäger ausgesandt, um sie für dich zu töten. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass das gesamte Team ums Leben gekommen ist. Das ist sehr erbaulich. In Kürze übersenden wir dir, wie vertraglich vereinbart, unsere Rechnung für die Grabgebühren der verstorbenen Jäger. Darüber hinaus verlangen wir einen Ausgleich der entstandenen Kosten für beschädigte, zerstörte, verdaute, korrodierte und/oder verspeiste Ausrüstung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass mich diese Gelegenheit nutzen, um dir 10% Rabatt auf eine weitere Jagdmission anzubieten. Ich freue mich, von dir zu hören. Mit freundlichen Grüßen. Hunters and Trackers Limited. In Partnerschaft mit der Wildlife Eradication Society. Eine 100%ige Tochtergesellschaft der Universe Defense Logistics. Hunters and Trackers Limited. Wir bringen der Fauna Halcyons die grausame Realität bei. Die Wildlife Eradication Society. Die Wildlisleben-Auslöschungsgesellschaft. Ha! Spacers Corona. Okay, haben wir hier alles? Vielleicht. Hoffentlich. Jetzt aber das Medikamentendöschen. Various ingredients for evaluation. Aha. Who ate my lunch? Und hat die leere Dose drunter gestellt. Spacer's Choice Dosenfraß ist sein Lunch. Oh ey. Oder ihr vielleicht. Keine Ahnung. Experimentelles Androzylin. Da haben wir's. Boah. T und L. Fertig die beste Ausrüstung für Freunde und Familie. Begleitervorteile. Dein Begleiter hat eine Stufe aufgestiegen oder ist eine Stufe aufgestiegen und hat und kann einen neuen Vorteil erhalten. Geh auf die Begleiterseite im Register und drücke. Ja, okay, das machen wir. Aber erstmal will ich gerade diese Queste beenden. Eine Spülbürste. Die hat mit einem Betäubungsstock gespült. Hier gibt es einige Pillen, das ist logisch. Bones and Gears, don't mix. Mag Dietrich. Gut. Hier ist noch was richtig. Olli Toxifree. Mhm. Ja, es war so ein kleines, wie nennt man das, Behandlungszimmer. Gut. Dann haben wir hier vielleicht alles, was man haben kann. Ich gehe aber gerne mal die andere Tür zurück, also andere Tür raus. Die hier. Jetzt sind wir irgendwo hinten. Hinter dem Gemeinschaftsgebäude. Adreno. Und ein Explosionsfass. So, kurzer Check. Also da ist dieses Versammlungsgelände.
Wenn es eine blaue, also wenn die Tür blau ist, dann wird ein neues Gebäude geladen, ein neues Gelände geladen. Und ansonsten sind Türen, wenn sie eingezeichnet sind, eher so gelblich, bräunlich. Ja, das heißt, hier sind die Türen aber nicht eingezeichnet auf der Überlandkarte. Hier geradeaus noch was Rundes und da sind noch zwei oder drei andere Häuschen. Die schauen wir uns gerade noch an. Wo ist denn das Runde? Oh, das ist Geothermie-Kraftwerk. Genau, und das Runde ist neben mir. Hier gibt es eine kreisrunde Struktur angeblich. Aber wo? Die da. Hier gibt's nichts Kreisrundes. Das ist Quatsch. Das ist nicht da. Da hat man die Leitung hier so den Berg hochgebaut. Interessant. Achso, die Dächer sind auch immer interessant von diesen ganzen Gebäuden. Es ist nur fraglich, wie man da jeweils hinkommen soll. Manchmal geht es aber doch eher selten. Man kann es aber auch leicht übersehen, wenn irgend so ein Kletterpunkt da ist. Ich finde Kletterpunkte... In so einer Verfolgerperspektive sehe ich Kletterpunkte irgendwie schneller und besser als in so einer First-Person-Perspektive. Und in den Häusern kann man gar nichts machen, ja. Gut. Die Stote qualmen. Get ready. Ah, Scheiße! Wo kommt die denn her? Wow, Plünderer Respawn. Übel. Waffe weg. Jetzt bin ich schwer überladen, wenn ich die plündere. Damit war ich auch nicht, oder darauf war ich nicht gefasst, sagen wir mal so. Lass die doch mal hier auftauchen und mich so anmotzen auch noch. Die haben sich die Karten gelegt. Hooligan. Aber ich nehme an... Oh. Ich hätte die Katze vergessen. Ich nehme an, die haben jetzt nichts dabei, außer das Übliche, was halt ein Plünderer dabei haben kann. Also so ein paar Körperteile und so. Munition im Wesentlichen. Ja, vielleicht liegt da noch einer. Ist mir jetzt egal. Ich würde ganz gerne diese Geschichte mit dem Hypochonder noch machen. Habe aber auch gerade keine Idee, was ich dem unterjubeln kann als Placebo. Theoretisch würde ich ihn ja jetzt ansprechen und ihm irgendwas geben, was nicht das richtige Zeug ist, um die Quest mit ihm zu erfüllen und ihm praktisch ein Placebo auszuhändigen. Mit entsprechend viel Medizinwissen müsste das vielleicht sogar gehen. Und dann die eigentliche Medizin an diese andere Lauscherin abzugeben. Das würde nämlich dazu führen, dass das zweimal bezahlt wird. Das wäre Dringils Plan. Aber ich fürchte, das ist nicht so geskriptet. Sometimes I wonder what I'm doing. Speichern. You wanna mingle? Go try the cantina. Ich habe die Medizin, die du wolltest. Also ich klicke jetzt da mal drauf. Ich nehme an, dass dann die Medizin an diesen Typen abgegeben wird. Wenn das so ist, lade ich das, weil ich will mir eigentlich ein Placebo unterjubeln. Ich will jetzt nochmal gucken, ob das hier geht. Also, testweise. Ich habe die Medizin, die du wolltest. Let's see it. Don't keep us waiting. Ah, hier.
Medizin 5, Esa hat mir erzählt, dass du die Tendenz zum Hypochonder hast. I don't know what that means. Is that some sort of medical condition? Is my plague getting worse or something? Nee, ich habe keine Chance, ihm das zu geben. Also ein Placebo. Dem richtigen Käufer ist Androzinin eine Menge wert. Gespräch verlassen. You're right. It is. Can't blame a mercenary for trying to make a profit. Aha. Nee, also ich kann ihm das nicht unterjubeln. Also was anderes als das. Ihr wisst, was ich meine. I've got some time. Ja, Lauscherin. Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, ja? Was tust du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Mhm. Ihr macht ja gerade einen ganz tollen Job bei der ganzen Seuche und den ganzen Plünderer- und Desertierungsschäden. Ich habe die Medizin, die du wolltest. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here. Something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. Mhm. Mal kurz überlegen. Also Drigil hat jetzt ihr das Zeug gegeben, weil sie angeblich genauso viel zahlt wie der Alte. Und weil er sich denkt, naja, wenn die beide gleich viel zahlen, dann mache ich doch mir lieber eine gute Stimmung bei der Personalabteilung und bei mehreren Leuten, denen ich dann indirekt geholfen habe, als bei diesem alten 90-Jährigen, der keinerlei weitere Belohnung in Aussicht gestellt hat. Charisma, nie wieder, ganz schön hart. Lass mir doch wenigstens eine kleine Erinnerung an dich. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Hm, danke. Ich bin neugierig. Wer wird diese Medizin jetzt bekommen? Somebody deserving. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Mhm. Anybody. Anybody in the sick room. Aber anybody heißt doch dann in dem Zusammenhang jeder, richtig? Und nicht jemand. Okay. Mach dein Ding. Ja, und wir machen unser Ding. Bah! Mann! Pass doch auf. Wir machen unser Ding. Reden nochmal mit Abernathy. You wanna mingle? Go try the Cantina. Tut mir leid, Abernathy. Ich habe das Androzilin jemand anderem gegeben. You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good, robbing an old man of his last shred of hope? Im Angesicht der Alternative, ja, fühlt sich gut an. Fühlt er sich gut an? Ein bisschen schon, ja. You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you're just here to watch me die, or what? Hört sich jetzt tot um? Nein. Er guckt sich im Spiegel an die ganze Zeit. Du bist komisch, Abernathy, weißt du das? Echt. Da du ja eh bald stirbst, ist es auch egal. Ich nehme ihn nur ernst. Ich nehme das Szenario, das er die ganze Zeit skizziert, jetzt für bare Münze und sage, okay, du bist ja eh gleich tot. Also brauchst du auch keine irgendwas mehr. Ist relativ ordentlich bei ihm hier. Sauber, naja, also für Edgewater-Verhältnis ist es sogar relativ sauber. Handtücher, Seife, Bürsten. Aber hier, alles unter Wasser. Nicht zum Einsacken. Hm.
Das hier wäre das Einzige, was wir hier noch hätten. Aber das zu klauen, das kriegt ihr ja mit, das kann man nicht machen. Bei dem hier ist es genauso. Gut, dann sind wir doch da wieder einen Schritt weiter gekommen. Was sagen denn jetzt die Questen? Also, dieses Morgen, jetzt und immer fort ist zu Ende. Bis ins Grab, da fehlt nur noch Ludwigs Anteil. Ludwig ist einer derjenigen, von dem du die Grabgebühren für Silas eintreiben sollst. Er ist als Wache des Landeplatzes südöstlich von Edgewater eingesetzt. Ja, das ist dieser, was ich dachte, dass es ein Hafen ist. Das ist ein Hafen, aber für Raumschiffe, nicht für irgendwas anderes. Was ist denn das hier eigentlich? Hier waren wir auch noch nicht. Naja, in Edgewater müssen wir uns schon noch ein bisschen umschauen. Aber wir machen erstmal weiter mit dieser Queste, mit den Grabgebühren. Und diese Queste geht wahrscheinlich hier draußen am besten weiter. Terror on Monarch with Ruth Bellamy. Hi. Genau, da unten, das muss der Landeplatz sein, da muss Ludwig irgendwo sein. Und wenn wir uns den Landeplatz anschauen, dann gucken wir uns auch mal hier dieses Flugzeug, Raumschiffwrack an, wenn wir da irgendwie hinkommen. Und das alles schon im nächsten Teil. Bis dahin!